Hi, wir sind Christian und Martin Hannemann vom Weingut Heiligenblut und ihr seid bei unserem 2020er Scheurebe Petnat. Ja, Petnat ist eine ganz besondere Sache. Es geht zurück auf die ursprüngliche Art und Weise, wie Sekt hergestellt wurde. Das heißt, du nimmst den Wein, füllst den während der Gärung ab, wenn er noch so circa 10 Gramm Zucker hat, und der macht dann die Gärung auf der Flasche zu Ende. Dadurch entwickeln sich die Gärungskohlensäure, bleibt in der Flasche und erzeugt das schöne prickelnde, was ihr jetzt im Glas habt. Scheurebe haben wir ausgewählt, weil wir sehr verbunden mit der Sorte sind. Wir haben bis zu 55 Jahre alte Reben, die bereits von unserem Opa gepflanzt wurden. Und ja, Scheurebe hat natürlich normalerweise eine extrem expressive Frucht, wie ihr es aus dem Kabinett kennt. Die ist hier ein bisschen zurückgenommen, weil auch ein bisschen Maische mit drin ist. Das heißt, die Trauben standen ein bisschen in der Maische im eigenen Saft. Dadurch hat der Wein natürlich sehr viel Gerbstoff und sehr viel Struktur bekommen. Und das ist perfekt, kombiniert sich perfekt mit der Kohlensäure, die da drin ist. Und der Martin zeigt euch jetzt, wie man den aufmacht. Ja, ihr habt es schon gesehen, ist ein bisschen trüber als die Weine, die wir euch bisher vorgestellt haben. Liegt daran, dass eben die Hefe, die den Wein vergoren hat, noch in der Flasche drin ist. Wurde nichts filtriert und nichts getan. Deshalb ist der Wein auch noch so trüb, wie ihr ihn hier seht. Dadurch, dass das natürlich eine natürliche Geschichte ist hier, kann es auch mal sein, dass eine Flasche Petnat vielleicht auch mal ein bisschen intensiver aus der Flasche raus will. Deshalb habt ihr im besten Fall, wenn ihr ihn aufmacht, einen, der die Flasche aufmacht und einen, der direkt ein Glas parat hält, falls mal ein bisschen was über die Flasche geht. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das aussieht, wenn wir eine Flasche Heiligenblut Petnat aufmachen. Also ihr seht, die perfekte Limo, um einen Grillabend etc. zu starten, mit Freunden geile Zeit zu haben. Cheers! Prost euch!